Bitteschön. Sehr gut. Die können so bleiben, wie sie sind. Wir müssten nur den ganzen Boden neu machen. Die Stahlkisten nehme ich mit für unten. Für größeren Puffer. Ja, also zweimal jetzt R drücken auf jedem Feld. Das wird gar keine Probleme verursachen. Was passiert mit dem... Achso, das Eisenerz hebe ich auf. Warum hebe ich das auf? Na gut. R. So drüber setzen war einfacher, oder? Stopp, nicht forschen. Drüber setzen kann ich nicht. Oh, doch kann ich. So. Weißt du, es geht jetzt alles von oben nach unten? Nein, du bist falsch. So. Fließt alles von oben nach unten glatt durch. Das ist das Wichtigste. Schaut okay aus. Von da kommt gerade nichts. So. Jetzt brauchen wir die Schmelzöfen. Da. Baum weg. Baum weg. Also Plan ist jetzt von rechts nach links, oberhalb der Schmelzöfen, läuft das Fließband lang. Die nehmen sich das von... Oh, da ist kaum Platz. Dann mach den da mal weg. Setz den dahin, mach das darum, darum. Also... Hier nehmen die sich das Erz weg. Weg mit dir. Elende Natur, nimm das. Na, Strom. Strom. Na. Fließband läuft. Da lang. Baum weg. So. Die Kurve, da ist falsch. Okay, das läuft soweit. Dann kommt das alles wieder auf dem Fließband, wird unten hingebracht. Nee. Das ist mir zu albern mit zu vielen Zwischenschritten. Ich werde die Schmelzöfen direkt oberhalb der Kisten positionieren und dann nehmen die Ärmchen das aus der Fabrik und tun das direkt in die Kiste. So. Die werden dann unregelmäßig gefüllt, aber, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist nicht gut. Also ich könnte es testen. Eventuell wird es schneller. Also wenn ich ganz langsam Ärmchen nehmen würde, produziert die Fabrik vielleicht 3 Eisenplatten, bevor die alle eine Eisenplatte rausnehmen können und hinlegen. Testen. 3 Speedmodule. Ah, das mittlere Ding arbeitet gar nicht. Das heißt, die Kiste würde sich nie füllen. Nee, das heißt, wir müssen das doch mit diesem nervigen Zwischenschritt machen, den ich eben gerade oben angedeutet habe. Doof, doof, doof. Kostet jetzt noch mehr Ärmchen. Also da, 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 da. Dann die schnellen Ärmchen raus. Davon brauchen wir übrigens noch mehr. Mehr, 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 mehr. Und alles auf noch ein Fließband. Dass denn hier einen Knick macht, da einen Knick macht und... Oh, warte, das ist falsch. Warte, rechts. Mitnehmen. Einmal über das Öl rüber. So, und hier. Wir haben keine Fließbänder mehr. Bitte bau normale Fließbänder. Bitte hör auf, komische blaue Ärmchen zu bauen. Genau. Blaue Ärmchen kommen hier hin. Zack, zack. So. Und das sind natürlich nur ganze Ärmchen. Das heißt, die ganze eine Seite wird nicht benutzt momentan. Schön. Nächstes Problem. Wahrscheinlich werden die hier unten das zu schnell weggreifen. Deswegen werden wir eventuell schnelle Fließbänder brauchen.
Aber ich bin erstmal froh, wenn überhaupt Eisenplatten von hier oben nach unten gebracht werden. Das ganze Feintuning machen wir später irgendwie anders. Nimm, nimm, nimm. Ich würde hier echt gerne Produktivitätsmodule benutzen. Und dann haben wir das ganze Basenproblem. So, also Eisenerz kommt durchgehend rein. Es kommt auch durchgehend an. Es werden genug Eisenplatten produziert. Es kommt nicht da hinten an. Alles super soweit. Stell bitte normale Ärmchen her. Staut sich... Ja, hier drin stauen sich Eisenplatten. Das heißt, die brauchen alle mehr Ärmchen, die rauspacken. Und eigentlich brauchen sie Ärmchen, die rauspacken, die halb rauspacken. Also gibt es halbe Ärmchen? Ja, fast, half put, inserter, fast. Das dauert jetzt wieder wegen den grünen Chips, aber ist okay. Ich belade derweil weiter die Waggons. Gib mir den einen doofen da, so. Okay, Zug wäre jetzt voll. Wir haben leider noch, wir haben noch kein Entladesystem in Home gebaut, kein richtiges. Oder? Fahren wir nach Hause. Home, Erz, Home, Erz, endlos. Weg ist er. Ich wollte eigentlich noch mit dir reden, aber gut. Hau einfach ab. Ist okay. So, du arbeitest nicht. Halbe, genau, die halben schnellen Ärmchen da. So, und ich mach mal ganz hinten die Speedmodule rein. Damit sich das da nicht so staut. Ja, sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt brauche ich nur noch die schnellen Fließbänder, damit wir wieder kein Eisen haben. Das nehme ich mir mal kurz. Jetzt brauchen wir die schnellen Fließbänder, damit das auch bei den hinteren Dingern da ankommt. Und ich denke, da werden selbst die roten nicht reichen. Aber das gucken wir dann. Und die Fließbänder müssen auch nur hier unten hin. Vorerst, richtig? Ja, das muss ich auch gleich gucken. Und was fehlt dafür? Wieder Eisen. Nimm mehr Eisen. Mehr, 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 mehr. Ich könnte es auch gleich aus den Kisten rausnehmen. Es wäre einfacher so. Bau mehr davon. So, dann huscht es schnell genug an denen hier vorbei, damit auch die hinteren was abbekommen. Und, ich habe nicht eingestellt, wie lange die Bahn an den bestimmten Haltestellen halten soll. Das ist später auch ein sehr wichtiges Feintuning bei den Bahnen. Das hatten wir auch in der letzten Welt gesehen. Weil die Dinger werden jetzt recht schnell voll sein. Ja, das wurde es aber gar nicht entladen, der Waggon da. Hier auch nicht wirklich. Also wie gesagt, das müssen wir alles gucken. Hauptsache, es kommt erstmal irgendwas an. So, was wollte ich noch? Ich wollte noch hier Ärmchen hinmachen. Da unten auch ein bisschen was gemacht wird, dann hätte ich gerne noch normale Ärmchen. Ich hätte gerne die schnellen Fließbänder. Und der Zug ist wieder weg. So, husch, husch, husch. Und ich werde doch überall rote machen, weil sonst kommt nicht genug Eisen an, damit es auch schnell genug vorbeihuschen kann. Weil es sich hier halt schon staut. Stauen würde es sich nicht, wenn ich die roten benutzen würde. Also nimm wieder Eisen. Nimm, 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 nimm. Mehr, 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 mehr. Und zwar schon hier oben. Also, alles wird gleich, ne? Warum arbeitest... Achso, die haben alle keine Speed-Dinger mehr. Also, das müssen wir optimieren. Alle müssen Speed-Module haben. Alle müssen schnelle, halbe und ganze Ärmchen haben. Oh, es staut sich trotzdem. Das heißt, alle müssten jetzt schnelle und schnelle halbe Ärmchen haben. Oh Gott. Ah ja, das ist Ditech. Alles schneller, höher, weiter. Da, Bau. Weil man halt alles in MK zigtausend Stufen machen kann. Die Ecke da auch bitte. So. Das flutscht doch richtig schön schnell. Da kommt wieder ein Zug, der nicht wirklich entleert wird. Da. Aber es muss was entladen werden, sonst könnten sie das Ding nicht immer wieder beladen. Das ist also schon irgendwie okay.
Magst du mich mal mitnehmen, bitte? Ich hätte gerne Speed-Modul unten. Und gern geguckt, was passiert, wenn das Ding jetzt zu Hause ankommt. Und ich kann leider von hier aus nicht die ganzen Container gucken. Ja, hier unten kommt zu wenig Eisen an. Also, wenn wir unten sind, was schießt da gerade wieder? Ah, beim Kupferding. Also, wenn wir unten sind, wir brauchen auf jeden Fall Speed-Module. Wir brauchen grüne Chips, damit ich das nicht immer händisch machen muss. Und wir brauchen ganz viele Very Fast Half-Output-Inserter. Bau bitte. Die ganzen haben wir ja schon ein paar, aber die halben halt noch nicht. Dann theoretisch auch noch Stahl. Oh, sehr schön. Der eine Brennstoffblock da bitte raus. So, also es kommt jetzt überall Eisen an. Es ist leider noch nicht mit unten verbunden. Das heißt, ja, Fließbandarbeit. Normale Fließbandarbeit hier. Vorerst normal. Ah, und deswegen hat das Ding nicht komplett entleert, weil es einfach keine Kisten und Ärmchen hatte. Und es muss auf jeden Fall länger hier bleiben, weil selbst die ganz Schnellen schaffen das nicht so schnell. Very fast output inserter. Ja, sind die ganz normalen, die da. So, so, so. Also, du hast keine Kohle und keine Brennstoffzellen, das ist nicht so schön. Haben wir eine... Ah, wir haben keine Kisten. Ah, doch, da. Mach bitte aus der Pufferkiste für Brennstoffblöcke eine Gib-mir-Kiste. Das ist gut. Dann kriegen die hier auch mal Brennstoff, damit der Zug auch schön weiterfährt. Ja, da kommt der Transporttrupp an. Nom, 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 nom. Flupp. Und flupp. Und wo fährst du hin? Oh, du wolltest zu mir. Komm, Trupproboter, wir müssen weglaufen. Wo wollen die hin? Wo wollen die hin? Die wollen zu dir, Dose. Gut. So, also Zug wird einigermaßen entladen. Es kommt aber noch nicht auf das Fließband, weil wir nicht genug Dingensbummens haben. Das heißt, sagen wir mal, die Hälfte hier ist halb. Also ich muss mehr Dinger schnappen. Mehr Ärmchen meine ich. Und wir haben kein Eisen, also sind keine Chips da, außer wieder hier. Das heißt, hier klaue ich mir welche. Sind denn Ärmchen wenigstens über? Blaue Ärmchen, ein blaues Ärmchen. Das ist jetzt nicht so wirklich die Welt. Und T2 Speed-Module haben wahrscheinlich auch gar keine. Oh, 35. Okay, ich bin ruhig, ich habe nichts gesagt. Bitte auf einen Stack begrenzen. Das ist eine schöne Überraschung. Das heißt, wir können oben alles richtig schön schnell machen. Problem mit richtig schön schnell ist halt nur, dass wir dann auch richtig schön viel anderes schnelles Zeug brauchen, wie zum Beispiel die schnellen Fließbänder. Also nehme ich mir noch auch mal davon zwei Stacks mit. Und Stahl? Stahl nehme ich mir auch mit, auch wenn es nicht viel ist. Nom, nom, nom. So. Normale Fließbänder, braucht man die für die schnell? Ja, dann nimm auch bitte normale Fließbänder mit. So. Dann hätte ich ganz gerne die blauen Ärmchen. Aber das Wichtigste ist echt, dass das Eisen oben einfach nur entladen wird, möglichst schnell. Hier. Wir könnten beidseitiges Entladen machen. Das ist, glaube ich, sogar richtig, richtig sinnvoll. Also gib mir Stahlchests. Du musst weg. So, das heißt, wir machen jetzt hier wieder eine Reihe Kiste. Kisten. Dahinter wieder Ärmchen und dann hier ein Untergrundbelt, der das Fließband, was hier oben hinkommt, mit dem da unten verbindet und dann müsst ihr das hinhauen. Das heißt, wir brauchen noch mehr schnelle Ärmchen. Oh weia. Aber das sollte auf jeden Fall dann für später... Komm, gib ihm. Aber weil ihr alle falsch rum seid. So. Das sieht doch schon viel besser aus.
Idealerweise bekommen wir das hin, in 30 Sekunden komplett zu entladen. Da muss ich hier auch gar nichts umstellen.